Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir angefangen, Zenobias Zaubersteine, Zenobias Koboldsteine zu finden. Genau, drei haben wir schon. Und die restlichen würden wir uns jetzt einfach mal ganz schnell snacken, bevor es dann, ja, nach Hogsmeade geht. Worauf ich mich auch sehr freue. Bin mal gespannt, was es ja, da alles zu entdecken gibt. Wir hatten ja letztens schon mal einen kurzen Blick auf die Karte geworfen. Ich weiß jetzt nicht genau. Also letzte Folge war es nicht. Das ist definitiv nicht. Aber in einer davor. Und da gibt es schon einige Läden. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf. Sieht sehr spannend aus. Lumos. Okay. Jetzt wieder eine Motte. In einem Raum mit lauter Schieferbilder. Ah, das muss hier sein. Ist auch. Da ist sie, Motte. Ich weiß gar nicht, mache ich das eigentlich richtig, indem ich da einen Zauber drauf mache? Ja. Hier von alleine geht es hier nämlich nicht rein. Sehr gut. Läuft. Nächste Handbuchseite. Revelio. Gab es eine Kiste? Habe ich eben gesehen? Kugelscheuchenhexe. Den schauen wir uns doch mal an. Hier. Verteidigung 8. 5. Ist das eine Stufe? Stufe 5. Kann man auf jeden Fall auch verbessern. Scheint besser zu sein als unser Renaissance-Hut. Okay, sieht nicht wirklich besser aus, aber ähnelt zumindest mehr, oder man sieht zumindest mehr nach einem Zauberer damit aus. Okay. Wir wollten erstmal Zenobias Steine. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akio. Sehr schön. Das war Stein Nummer 4. Levioso! Ja, genau, da konnten wir Levioso drauf anwenden. Okay. Cool, dass sich da die Treppe jetzt aufgebaut hat. Wo sind wir hier? Wir waren ja noch gar nicht. Ach hier! Und Level Up. Sehr schön. Level 6. Cool hier. Sieht wirklich cool aus. Wir müssen noch höher. Okay. Das ist auch wieder so ein... Ah ja, hier so eine Rolle. Oder so ein... Irgendwas, was man aufrollen kann. Ich verstehe das echt noch nicht. Also entweder bin ich wirklich zu blöd, das zu verstehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob das einfach noch ein bisschen dauert. Ja, dass ich da quasi an genügend Informationen gekommen bin, um das doch lösen zu können. Okay. 27 nach oben noch. Oh, wie kommen wir hier höher? Kommen wir hier überhaupt höher? Von außen vielleicht? Oder? Sieht man es vielleicht von hier? Hier scheint ja auf dem Dach zu sein. Ach. Ja. Man sollte vielleicht auch einfach den gelben Punkten folgen.
nicht wild in der Gegend rumlaufen. Ohne Plan. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich find's auch cool, wie sich die Statuen einfach so bewegen, so random. Das ist cool. Traditioneller Karo-Umhang. Jetzt sammeln wir doch einiges an Ausrüstung, oder? Umhänge? 7 Offensive. Und 6 Verteil. Ach, das in der. Das da ist nicht die Stufe, sondern das ist die Verteidigung, oder? Der gefällt mir optisch schon besser als der. Aber, naja, man nimmt ja immer die beste Ausrüstung, nicht wahr? Egal wie man aussieht. So, da oben. Akio. Lohflammen für den Trophäenraum. Sich einfach gegenseitig necken. Das ist schon witzig. Revelio. Ich wollte nur mal eine Runde laufen, um zu sehen, ob es noch was Interessantes gibt. Wie zum Beispiel diese Truhe. Einer silbernen vier. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule sind. Aber die Brillen geben mir jetzt keine Vorteile, oder? Das wäre echt blöd. Ich will hier keine Brille aufsetzen. Also nicht, weil ich keine Ahnung was gegen Brillen habe oder Brillenträger oder was auch immer. Aber ich habe mir am Anfang echt ausgesucht, keine Brille zu tragen. Aber sie gibt halt Verteidigung und Offensive. Okay. Vielleicht kann man sie auch einfach später ausblenden. Ich weiß es nicht. Hier können wir auf jeden Fall nochmal Revelio einsetzen. Hier. Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Okay. Na, hoffentlich bringt's auch was. Hab ich hier nicht eben noch ein Revelio gesehen? Revelio. Schatulle des Feuerkelchs. Oh. Der Feuerkelch ruht in dieser alten mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Genau, Trimagisches Turnier, Harry Potter 4. Ihr wisst Bescheid. Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlic, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraunen über Mistelzweige und Ubotublon bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Glückwunsch. Revelio. Ist da noch irgendetwas? Ja. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwo der letzte Koboldstein. Ach, da. Akio! Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ja, bringen wir sie mal zurück. Revelio! So, ist jetzt hier noch irgendwas? Nee, glaub nicht. Okay, eine riesige Trollstatue. Lauf. James, lauf. Es sieht einfach so. Ja, das sieht so lächerlich aus mit diesem Hut. Diesem Strohhut. Oder Strohpuppenhut. Ja. Tja.
wie gesagt, ich hoffe, man kann sich das später ein bisschen anpassen. So rein optisch. Also sieht man ein bisschen zusammengewürfelt aus, so ein bisschen wie ein Weasley. Um es mit Malfoy Worten zu sagen. Schmuddelig. So, den Weg wieder zurück. Also der Pfad, also diese Wegführung auf der Minimap ist absolut praktisch. Ich glaube, sonst würde man sich einfach nur verlaufen im Schloss. Es ist wirklich riesig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt überall lang gelaufen sind. Deswegen, ich bin wirklich froh, diesen Wegweiser zu haben. So, jetzt sind wir gleich da. Oh ne, immer noch 89. Sind das Meter? Oh, vermutlich. 89 Meter. War die so weit weg? Ja, doch. Doch, sie steht noch an derselben Stelle. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Aber natürlich. Hallo, Zenobia. Oh, ey, ich habe deine Koboldsteine. Die Brille. Wirklich? Das habe ich nicht erwartet. Oh Gott. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Das wäre eine typische Slytherin-Antwort. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da Vielen fällt Dank. Mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Nein, ich möchte eigentlich Keine nicht gute spielen. Idee. Diesen furchtbaren Gestank will ich nicht. Achso, ich dachte, sie wollte mich jetzt fragen. Warum nicht? Das macht so viel Spaß und jetzt kennen ja alle die Regeln. Lass es also einfach. Gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Lass es doch einfach, Zenobia. Du machst dir keine Freunde damit. Schließe neben und... Den Rest konnte ich jetzt nicht lesen. Okay. Wir haben einen Zauberstabgriff erhalten. Ach, da habe ich beim letzten Mal schon geguckt. Genau, die können wir noch gar nicht einsetzen. Was gibt's denn im Inventar? Achso, die Auszeichnung. Okay. Ich mag halt keine... mag halt diese Markierung nicht. So, es gibt was Neues. Es gibt was Neues. Nein, es muss... das wegdrücken. Ja, Zauberstabgriffe. Logisch. Macht auch noch keinen Sinn, weil wir ja noch gar keinen eigenen Zauberstab haben. Na, wir haben ja bis im Moment nur einen geliehenen. Entschuldigung. Wir haben ja im Moment nur einen geliehenen. Und den verändert man natürlich nicht. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche fordern. Meinetwegen. Ich bin halt nochmal einer auf den Nuss. Kein Problem. So, aber jetzt würde ich sagen, auf nach Hogsmeade. Ja, ich habe eben noch die Markierung, also die Wegfindung auf der Minimap gelobt. Und habe es jetzt einfach nicht genutzt. Ich würde einfach. Hier gab es noch eine Nebenaufgabe. Nein. Wir gehen weiter. Denk gar nicht dran, James. Denk gar nicht dran. Auch wieder. So. Was gibt's hier? Revelio. Sieht ein bisschen so aus, als könnte man was damit machen. Wie Blacks Frau so ist. Sicher furchtbar unglücklich. Außer natürlich, wenn er hier ist. Gut, das wäre gemein. Um die Schule kümmert. Er wird auch die schweren Entscheidungen. Okay, hier ist Nati. Hallo, suchst du nach mir? Ich suche nach dir, Nati. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht.
Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Ja. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Oh ja. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh, die Außenwelt. Wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Schloss raus. Yay. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Und ist das Quidditch-Feld? Cool. Turm? Mhm. Okay. Bin mal gespannt. Hier werden wir uns überall umgucken. Keine Frage. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Man kann das war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Das ist ihre Mutter. Okay. Ihre Mutter ist die Wahrsagen-Professorin. Beziehungsweise die Professorin für das Fach Wahrsagen. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden geraten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Cool. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich muss mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihm? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Mhm. Okay, Trankzutaten. Dann nehmen wir doch gleich welche mit. Auf jeden Fall. Okay, die sind ja cool. Nein. Sind cool. Ja, die Florfliegen nehmen wir natürlich gleich mit. Auch lang. Cool. Ich weiß, ich sage jetzt ziemlich oft cool, aber es macht einfach Spaß. Es macht mega Spaß. Es sieht mega gut aus. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Oh, da. Cool. Schon wieder cool. Hippogreife aus dem verbotenen Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Okay. Er wollte nicht mehr erzählen, wenn ich in der Nähe bin. Ich verstehe das. Ihr seid eure Gruppe. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Mhm. Das ist wohl wahr. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Das war die Eule, oder? Gerade dieses Flügelschlagen. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Auf jeden Fall. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Revelio. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch Aussagen, viel zu entdecken. Akio. Okay, ich hab's einfach mit Akio kaputt gemacht. Braune Molchaugenschutzbrille. Ist aber schlechter als die, die wir haben. Zumindest nehme ich das mal an, weil das dieses rote nach unten Symbol, das vermutlich meint. Pilze! Wir sammeln alles ein. Looten und leveln.
Ne, die kann man nicht einsammeln. Okay. Ich habe kein Problem mit Kräuterkunde. Eine Alraune ist mir lieber als ein nerviger Knuddelmuff. Weiß irgendjemand, wo ich hüpfende Hüpfchen finde? Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Da gibt's zum Sehen. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingewöhnt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mich sehr gut anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Entschuldigung, Nettie, dass ich dir zwischenzeitlich immer mal nicht zuhöre. Katzen, warum kann ich immer so random Katzen streicheln? Eine Katze streicheln. Sind nicht so. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Ist er betroffen? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Demigeist. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Jojo. Hau rein. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Akio. Wir sind fast da. Wir sammeln alles ein, was es gibt. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Revelio. Hogsmeade. Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der dritten Klasse. Ab der dritten Klasse schon, ja? Bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. War das bei Harry Potter auch so? Durften die auch erst ab der dritten Klasse dorthin? Oder beziehungsweise schon ab der dritten Klasse? Ja, und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Warum? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Er macht einfach einen und im Honigtopf Moonwalk. Bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Willst du dich nicht bewegen? Das ändert sich bei jedem Besuch. Ich glaube, das Auf ist... Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Ich glaube, es ist ungesund, wenn du die ganze Zeit auf einer Stelle läufst. Du kommst ja nicht vorwärts. Soll ich dir helfen? Hab ich blendet. Okay. Lumos. Hallo? Er beobachtet mich auf jeden Fall. Verrückt. Okay, jetzt läuft er wieder. Vielleicht hat mein Zauber doch geholfen. Cool. Wahnsinnig cool. Wie Gebäude aussehen. Fachwerkhäuser. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Oh ja. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Ich darf hier frei. Viel Spaß. Yes. Wir sehen uns später. Tschüss, Nettie, du siehst mich nie wieder. Das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handmenü entdecken kannst. Im Handbuch, nicht im Handmenü. Die Karte von Hogsmeade zeigt Läden und Interessenspunkte an. Du kannst sie verfolgen, indem du ein Symbol auswählst und die rechte Maustaste drückst. Drücke Escape, um die Karte von Hogsmeade zu verlassen. Ah, hier ist Ollivanders. Okay. Wälzer und Schriftrollen. Spindwitches Sportdorf. Besen.
Magische Rübe. Hogwarts Lieferant für frische von frischen Produkten, Samen und Dünger. Okay. J. Pippins Zaubertränke. Zonkus Schatzartikel laden. Drei Besen. Eberkopf. Kennt man. Besenknecht Sonntags. Start. Ein Bekleidungsgeschäft. Mhm. Friseur. Schnabel und Brut. Chef für Tierwesenbedarf. Der Platz von Hogsmeade. Stipley und Söhne. Okay, Tee. Der Honigtopf. Genau. Die ganzen Leckereien. Und der alte Nau. Ein verlassenes altes Gebäude in Hogsmeade. Ich würde sagen, wir gehen mal fix zu Ollivander. Und holen uns als erstes unseren Zauberstab ab. Ollivanders. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Doch, doch. Doch, doch. Gib mir mal einen Zauberstab. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Es ist wie nicht anders zu erwarten, natürlich nicht der Mr. Ollivander aus Harry Potter. Einen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Hm, bin ich jetzt nicht gespannt. Nein, 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 du nicht. Ah, ja. Ja, mächtiger Kern, 10,5 Zoll, könnte gehen. Könnte hier gehen. Probieren Sie den. Ja, lass mal ausprobieren. Na los, schwenken Sie. Das war ja wohl nichts. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und ich glaube, das war nicht gewollt. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Aha, Kreuzbau. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Edelholz und Drachenherzfaser, das klingt nach mir. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Obwohl der wirklich hässlich ist. Ach, hey. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Hey, wir haben zwei Zauberstäbe ausprobiert, also... Wo bist du? Ich denke jetzt nicht, dass ich so anspruchsvoll bin. Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Okay, was passiert? Zauberstab fertigstellen. Okay. Halm, Honigbraun, Holzart Eberesche, Kerntyp Phönixfeder. Ziemlich biegsam, 14 Zoll. Okay. Wirklich interessant. Kann man noch anpassen. Das ist ja cool. Klassisch grau. Sanfte Spirale, hellbraun. Faszinierend. Geht das nicht? Wirklich interessant. Faszinierend. Wow. Nee, den möchte ich nicht. Schwarz. Sanfte Spirale, schwarz. Nehmen wir. Was haben wir hier noch? Holzart. Wirklich interessant.
Nee, das lassen wir so. Oder? Also ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, was uns das jetzt bringt, das einzustellen. Zahl eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Drachenherzfaser, mächtige Magie. Eine große Bandbreite an Magie. Okay. Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit... Was meinen Sie? Das ist meiner. Das ist meins auch gestorben. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Geister, der einfach ist. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Okay. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Das klingt echt cool. Kommen Sie wieder zu mir, wenn er jetzt automatisch für mich pariert oder so. Kann. Schön. Nice. Haben wir unseren Zauberstab. Coole Sache. Okay. Was machen wir als nächstes? Wo gehen wir als nächstes? Was können wir denn noch machen? Wir könnten auf jeden Fall zum Zaubertrank laden. Hier auch. Gehen wir auf jeden Fall auch hin. Bevor wir jetzt da reingehen, würde ich sagen, beende ich die Folge und wir gucken uns gemeinsam in der nächsten Folge an, was es bei Wälzer und Schriftrollen zu entdecken gibt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern Like und Abo da und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge zu einem Besuch bei Wälzer und Schriftrollen, J-Pippets Sauertränke und die magische Rübe. Bis dahin, macht's gut. Ciao.